Moin, Freunde, 10 Uhr, was geht ab? Heute zu einem Special Video, und zwar aus der Hood, wo alles begonnen hat. Ja man, ein kleiner Exkurs hier, und wir stehen gerade, wie ihr merkt, ziemlich steil am Berg, vor dem Haus meiner Eltern. Und wenn ihr euch fragt, wo die dicken Waden herkommen, 4 Jahre jeden Morgen zur Schule, den Berg hoch, und dann wisst ihr auf jeden Fall, wie es läuft. Ausgeschlafen habe ich, und jetzt natürlich erste Amtshandlung, fahren wir ins Gym, und zwar in das Gym, wo alles begonnen hat, in mein allererstes Fitnessstudio. Ist krank, die letzten 2 Tage war ich auch schon hier am Start. Die haben tatsächlich viel umgebaut da drin, aber es soll trotzdem Einblick gewähren. Die Geräte sind immer noch dieselben, die Mitarbeiter auch und die Mitglieder auch. Klassisches Dorfgym, würde ich sagen. Wir kennen es alle. War nicht ein großes Studio oder so, und das will ich auch hier zeigen. Man muss nicht immer das beste Equipment haben, die krassesten Gyms und so. Gerade am Anfang reicht alles aus. Ja, da schreit schon jemand. Ey, Peter! Feiner Marker. Junge, erwischt mich gerade richtig. Ja, genau. Ich hab dir auch was dabei. Ja, komm, wir gehen aber dahin, wo es trocken ist. Ja. Weißt du, ich war immer jeden Tag nach. Peter Hegele, Legende. Ja, Logo. Das ist reiner Zufall. Bei Holzbau Hegele gibt es die besten Dächer. So, genau. So. Holzbau Hegele, wir decken alles, auch Dächer. Fertig. Und meinen Kran verkaufe ich jetzt. Ja. Urse fängt an. Ja, richtig? Find, ja. Legende. Ach, geil, jetzt gib mal ein paar Autogrammkarten. Ja, bitte. Komm. Hier. Ach, du gehst ja nicht mehr trainieren, stimmt. Heute Abend, weißt, es gibt noch Bevölkerung, die arbeitet tagsüber. Weißt du, ich bin kein Influencer. Arbeiten, das bedeutet ja, morgens um 6 Uhr aufstehen, zur Arbeit, abends heimkommen. Das waren Zeiten, gell? Nicht so ein 40-Kischner. Bei dir auf dem Bau. Weißt du, Mann? Ja, alle für dich. Original, und ich will Originalunterschrift. Das ist eine Originale. So ist es im Schwabenland hier. Drei, was will ich mit 3? Ja. 30. Hast du verkaufst die noch hier, gell? Mach's gut. Gute Zeit, gell? Bleib sauber. Ciao. Bis dann, ciao. Viel zu gut, auch von einem guten Homie, der Dad, einfach. Ja, moin, aber so ist es. AKA die Umkleidekabine. Einfach im Eingang, so muss es sein. Gibt's die Liste, trägt man sich natürlich ein hier. Wichtig. Ja, vorher, wenn ihr Bock habt, nach dem Gym, gibt's ja Bauernbratwürste für die maximale Proteinsynthese, oder auch eine Pizza Speziale. Kann man sich hier natürlich rauslassen. Was hier aber auch richtig nice ist, sind die Protein Shakes. Die haben ja, wer hier mal herkommt, Quark, Zitrone, Protein Shake mit Milch aus dem Mixer. Mit so einem blauen Becher. Und dann kann man sich das reinladen. Bei mir aber erstmal aus dem grünen Becher. Einfach den Rucksack dabei mit nur Subs am Start. Bald kommen wieder Rucksäcke. Bald kommen sie wieder. So sieht's aus. Und Alice, Grüße gehen raus an dich. Hat natürlich alles eingepackt, aber kein Pumpbooster. Deswegen gibt es jetzt nur die Stim-Mische aus Nootropic und Meta. War früher, by the way, gar nicht meine Zeit, da das Video heute ja in frühere Zeiten angelehnt ist. Wir waren immer abends trainieren. Genau 18 Uhr hieß es, die Boys, also mein Bruder und, keine Ahnung, 4, 5 Kollegen. Vielleicht treffen wir irgendwelche, die nicht arbeitstätig sind, was einige sind. Treffen wir vielleicht später hier, aber gucken wir mal. Waren wir auf jeden Fall immer um 18 Uhr pumpen. Das hat sich aber mit der Zeit geändert. Jetzt bin ich eher so der Frühsportler. Ich bin alt geworden, oder Rentner. By the way, hier, die sind für die Fahrten, und wenn ihr unterwegs seid oder auch mal probieren wollt, einfach herrlich, Freunde, weil da sind 28 Gramm drin. Das habe ich am Anfang erstmal vercheckt gehabt, habe mir das ganze Ding reingekippt, und dann ging der Rave richtig los. Die sind optimal für unterwegs. Gibt es auch mit Final Protein, gibt es auch mit Infra und ja, eigentlich mit allen von den Vario-Produkten. Und dementsprechend habe ich die immer dabei. Am Set, um auf Sendung zu sein, gibt es die 2 Produkte hier auf jeden Fall in den Helm. Und wenn ihr die auch mal abchecken wollt, dann geht auf esn.com, haut Code Polaco in die Tasten und gönnt euch. Und wir sippen sie uns rein in der alten Gaststätte, so wie es
dorfmäßig sein muss. Da hängen, ich weiß gar nicht, ob da ein Bild von meinem Dad hängt. Ich muss mal gucken, weil der war Gewichtheber und der hat hier, als der dann nach Deutschland gekommen ist, die Jungs trainiert. TV Wetzgau auf jeden Fall. Oder aber auch die Sportrevue. Alle Ausgaben. Fein sortiert natürlich. Schlägt man auf, sieht man gleich Franco Colombo. Rest in Peace an der Stelle. Aber der Laden auf jeden Fall. Ja, dem habe ich viel zu verdanken. Hier ging alles los. Hier hat mein Bruder mich das erste Mal hingeschleppt. Ich zeige euch auf jeden Fall auch gleich eine kleine Roomtour, wollte ich schon sagen. Es war aber echt wie mein zweites Zuhause. Ich war irgendwann nur noch hier am Start, habe es mir reingepumpt. Aber war eine geile Zeit, an die man gern zurückdenkt. So. Vor 10 Jahren hatte ich nur Bodybuilding im Kopf. 10 Jahre später habe ich nur Bodybuilding im Kopf. So. Nostalgie pur, sage ich nur. Ja. Kommt man hier direkt rein, hängt hier ein richtiger Keck an der Wand. Kompletter Spacko. Immerhin ist sie bei ja. Ja. So sind die hier nicht, die sind stolz auf ihren Junge. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hier ist so viel Geschichte drin, ich kann euch so viel verschickte Storys erzählen. Wir fangen erstmal hier an. Das ist hier ein so Gang. Das könnt ihr euch so vorstellen, draußen ist so dieser Zirkeltraining und so diese festen Geräte, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und das war früher hier so der Hardcore-Bereich. Hier waren dann nur die Boys eigentlich unterwegs und haben sich reingepumpt. Und jetzt wurde das Ganze renoviert. Das ist hier ja, modern gemacht, steril gemacht. Das sah früher noch ganz anders aus. Das waren alles so Holzwände und viel zu krank, wenn ich schon wieder die Kurzhanteln hier sehe. Das war einfach legendär, weil ihr seht ja, so viel gibt es da nicht. Das sind hier 45er. Ja, man, die fühlen sich einfach noch gleich an wie früher. 45er und wir haben damals angefangen mit 14 oder 15 habe ich begonnen und Schrägbankdrücken da hinten begonnen. Und du warst so gut dabei, wenn du dann hier irgendwo warst und so richtig aufgenommen und den Schulterklopf hast du dann bekommen, wo es hier weiterging. Und Hermann, da hat man, das Gute war eigentlich so im Nachhinein gesehen, dass es nur 45er gab, weil würden es da 100er geben, dann wäre das so unerreichbar gewesen. Und dann habe ich tatsächlich mit dem Studioleiter, der am Start war, habe ich hier abgecheckt, wenn ich die hier die letzten drei Sätze, 12 Reps sauber drücken kann, dann kriegen wir neue hier rein, 5 Jahre später. Danke für nichts. Doch, aber ich habe dann tatsächlich die Dinger gedrückt. Geld war dann wahrscheinlich nicht mehr über für die. Aber ja, man, schon witzige Sachen hier. Hier hat das auf jeden Fall alles begonnen. Ich muss euch auch da drüben die Bank zeigen. Ich zeige euch jetzt mal die Hantelbank, wo alles losging. Ich weiß noch, das war auch die erste Übung an meinem ersten Tag. Ich weiß es bis heute, wo ich reinkam. Und mein Bruder hat mir direkt 10-10 auf deine Seite gemacht. Ich war so... halt direkt Spotted Raps gemacht. Aber ist krass, ja. Hier wurden sich die Waden reingepumpt. Ja. Der Feder unten, das fühlt sich alles noch an wie früher hier. Viel zu krank. Hier, das fand ich immer krass. Ich dachte mir auch immer, wenn ich solche so Apps habe, dann ist geisteskrank, außer vom Körperfett. Ja man, einfach immer noch dasselbe. Ich weiß gar nicht, ob es die Marke überhaupt noch gibt. Zeig kurz. Ja. Ja gut. Ja gut. Das aber war die Bank, Freunde. Pass gar nicht mehr drauf, richtig. Weil das ist so eine Stange, die wiegt gar nicht 20 Kilo. Daneben, da rechts, füll mal rüber. Das ist ja die originale Bench, die kam dann erst später. Das war hier erstmal noch die erste Hantelbank. Da wiegt die Stange irgendwie 10, 12 Kilo. Und ich habe schon automatisiert, dann legst du dich hier rein. Und dann geht's hier halt vorwärts. So. Früher auch noch einige mit denen hier gemacht. Ja. Beine hoch. Ja. Ich weiß bis heute nicht, was das für ein Move war. Die Smith-Maschine ist auch legendär. Das Geräusch, das ist mir auch einfach im Kopf geblieben. Hört es euch an.
Aber das Geile ist, die ist nicht so gefedert wie diese ganzen. Ja, die ist auch sauer schwer, muss ich sagen. Da knallst du dir 220er drauf und bist du durch da. Früher ging dann noch so ein ums Eck nach hinten. Da gab's sowas wie eine Hackenschmidt hier noch gar nicht. Also Hackenschmidt habe ich erst nach 5 Jahren Training das erste Mal gemacht. Was es schon gab, auf Oldschool-Basis hier, haben wir uns die Unterarm-Sessions gegönnt. Und diese Plates hier, die Plates sind auch zu krank. Die Reifen. Das sind richtige Reifen. Das sind die Ego-Plates, da gibt es eine 10er, die ist richtig fett. Hier sind halt so die festen Geräte, ich kann die mal kurz zeigen. Ist irgendwie, Licht funktioniert nicht, aber muss es auch nicht. Hier hast du halt alle Geräte am Start so. Hier auf jeden Fall ein Bereich, der komplett neu ist, also was geht denn hier ab, Alter? Mev. Hä? Wenn wir die sehen hier. Also das erlief ja nicht so. Polacco an der Stange. Ja, hier gibt es auch Pole Dance Kurse, Freunde. Könnt ihr euch eintragen. Hier war so eine weiße Klimmzugstange. Ich weiß noch, vor der FIBO 2014. Meine erste FIBO als Besucher bin ich hier auf jeden Fall am Start gewesen und habe mir die Muscle-Ups reingepumpt, die ich mir dann auf der FIBO auch gegönnt habe. Um natürlich das Gratis-Way zu ergattern. By the way, FIBO-Freunde, 13. bis 16. April sind wir vor Ort in Köln. Kommt vorbei, wir rasten aus und eskalieren da komplett. Kannst du noch ein Muscle-Up? Digga, wenn ich das jetzt noch schaffe mit dem Gewicht, dann ist aber was los hier. Oh. Close, aber close. Close. Ein bisschen Schwung vielleicht. Ein Arm geht rum, aber sonst bin ich zu fett. Ja, davon konnte ich mal 12. Jetzt guck mal an hier. Ich habe mich total erledigt. Aber jetzt kümmern wir uns nicht um Muscle-Up, sondern um die Delts. Ich weiß, als ich damals zum ersten Mal Schulterdrücken mit den schwersten gemacht habe drüben. Ich weiß noch bis heute, ich habe einfach so 3 extrem hässliche Reps hingekriegt. Würde ich mal sagen, wir gucken mal heute, wie viele Reps wir mit den 45ern da wegkriegen. Richtiger Oldschool-Basis, kommt der Stecker nicht hier rein, sondern hier oben rein. So habe ich das gelernt bekommen. Ich habe jahrelang mit den Hanteln trainiert. Hast du eine Mind-Muscle-Connection, Freunde? Unnormal, ey, was für Geräte, guck mir das mal an. Das ist auch so ein Ding hier. Der Bizeps-Blaster hier. Geht richtig rein. Krank. Und jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, ich habe ja öfters mal in Podcasts oder YouTube-Videos erzählt, mein Bruder und ich haben angefangen hier und haben jedes Gerät einmal gemacht. Also einmal bis zum geht nicht mehr. Und dann seht ihr mal, wie viele Übungen wir so gemacht haben. Und das Ganze 6-mal die Woche, Sonntag war frei. Irgendwie hat es trotzdem funktioniert. Das ist immer das Witzige, weil auch Tipp an alle, die anfangen, ist mal echt Wurst, egal was für einen Split ihr macht am Anfang oder was ihr, ja, ein Trainingssystem macht. Wenn ihr euch den Arsch aufreißt, dann werdet ihr wachsen, so, wenn ihr auch genug isst. Ich weiß einfach noch früher, was für ein Pain das war, allein von den letzten da auf die nächsten zu kommen. So. Da hast du dir so den Arsch aufgerissen und jetzt setzt du dich hier rein und drückst es, als wär's, weißt du, so völlig krank, wie man da wächst mit der Zeit, Progression macht. Sauna gibt es ja auch auf jeden Fall. Haben wir uns früher. Schade, dass Gienna nicht da ist. Falls ihr das irgendwann sehen sollte, wenn er YouTube entdeckt. Mit dem waren wir immer Oldschool-Russe unten in der Sauna. Waren freitags immer, mein Bruder und ich haben es so gemacht, Montag bis Freitag hart reingepumpt. Dann Freitagabend Flasche geholt. Soll jetzt kein Vorbild sein, aber zum Bahnhof gesteppt, in den Club gefahren, den Aesthetic Lifestyle gelebt. Samstag, aber nicht geskippt, weil der Spruch, wer feiern kann, kann auch trainieren, wurde damals schon gelebt. Und dann sind wir samstags ins Gym, vom Alk komplett entwässert und shredded. Und dann, was jetzt nicht so gut ist, aber sind wir abends dann in die Sauna gegangen und da war Gienna am Start. Und Gienna, wie ich schon gesagt habe, Oldschool-Russe, hat so Äste ausgepackt. Ich weiß nicht genau, was für welche das sind. Aber da sind wir mit so einem Saunahut, Ästen, ja, 2 oder 3 anderen Boys in die Sauna rein. Komplett Aufguss reingeheizt.
Gierna nimmt die Blätter, legt sie hin und prügelt damit auf dich ein, prügelt auf deine Niere, dass der sagt, alles entgiften. Und danach ist man träumen gegangen, weil man von dem Aufguss so durch war. Also es war richtig Hardcore-Sauna, dass du dich da nur hingelegt hast. Und dann ist dein, ihr kennt es ja, wenn ihr Sauna macht, euch mal hinlegt, dann ist der Kopf ein bisschen schwummerig, Junge. Da hat es dich komplett in eine andere Galaxie geklatscht, Alter. Und das war dann immer Samstagabendprogramm. Sonntag war dann Restday. Und da hast du auf jeden Fall einen guten Progress geschoben. So. Jetzt packen wir uns aber mal hier die Dinger. 45er. Fühlen sie sich an. Nicht wie früher. Ich weiß noch, früher habe ich die rausgeholt. So auf den Beinen. Bin rübergelaufen. Drei Boys standen neben mir, mein Bruder dahinter. So, komm Junge, auf, hoch damit. Ich zitter mir überall ab. So, dann wollen wir mal. Es waren bei 32. Als ob. Ja. Gut. Unfassbar. Damals dreimal gedrückt und ich war stolz wie Wolle. Ich bin heimgegangen. So, wer will was? Ich fing klein an und deswegen ist es immer geil, wieder hier zu sein und einen kleinen Reality-Check zu kriegen. Was ich auch übel feiere, die Leute hier, die kennen mich immer noch wie früher so und die gehen auch mit mir um wie früher. Ich mag das ganz arg. Heutzutage sind viele so voll distanziert oder halt anders zu mir einfach aufgrund der Reichweite, glaube ich. Und hier bist du einfach, hast du ja gesehen, vor Pit, vor der Tür, haut immer noch die Disse mir gegenüber raus. Und deswegen bin ich auch gern hier. Die habe ich auch immer ganz gern gemacht hier an den Künstlergeräten. Shoulder Press. Die geht gut rein. Ich muss euch das Gerät auch kurz zeigen hier. Die legendäre Bauchmaschine. Die haben mein Bruder und ich immer am Ende vom Training gemacht. Im Supersatz mit Beine heben. Da drin ist so ein Turm, da kannst du Beine heben und Dips machen. Und ja, jetzt trainiere ich keine Bauchmuskeln mehr, weil die Klötze schon dick genug sind, in Anführungsstrichen. Aber das gilt nicht für euch da draußen. Gebt da Gas, wenn ihr ein Defizit habt in den Bauchmuskeln, macht Bauchmuskeltraining mit Gewicht. Hier haben wir auch immer Full Stack gemacht und dann immer 20 Reps hier. Das Feeling original 1:1. Allgemein Geräteeinstellungen. Ich glaube, ich hätte auch in einer dieser Fail-Videos erscheinen können, weil ich habe schon ziemlich viel Mist gebaut auch. Was hier auch nicht gab, war wirklich so ein Trainer, hallo, servus. Tommy und mein Bruder. Tommy wusste auf jeden Fall schon viel Bescheid und hat dann immer ein bisschen gezeigt, was man macht, beziehungsweise nicht gezeigt, aber man hat dann immer nachgemacht, was der gemacht hat. So habe ich mich ans Training rangewagt und da meine Erfahrungen gesammelt. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, geht auch ruhig auf Leute zu, die stabil aussehen und fragt. Ich denke, die alle oder wir alle helfen gern, da irgendwie euch weiterzubringen. Also ich bin jetzt eine Woche vor dem Wettkampf und völlig lost in der Birne, aber sonst ist das ganz cool und die helfen dann gern und deswegen, man kann nie genug lernen. Jetzt maxen wir das Ding mal aus hier. Oh. Sehr gut. Also jetzt machen wir seitheben hier. Brauchen wir zu sitzen? Weil man sitzen weniger abfälschen kann. Im Stehen siehst du dann immer die, wo die Michael Jackson-Seitheber nenne ich die immer. Weil die dann immer so, wenn die oben sind, immer den Schwung so aus dem Körper holen, dass immer die Ferse hochgeht. Und dann stehen die fast dran wie Michael Jackson in seinem Move. Und im Sitzen hast du einfach ja, bessere Stabilität.
Was auch so geil ist, ist seitdem auch viele Raps zu machen. Viele Wiederholungen. Das war so vor 6 Tagen, habe ich mich gewogen mit 109. Also ich denke mal jetzt 111. Wir könnten schon hinkommen. Wir haben jetzt auch den Split tatsächlich wieder umgestellt. Nachdem ich ja letztes Video, muss man Real Talk reden, groß reden geschwungen habe mit der 2-mal am Tag Training weiterhin, haben wir das Ganze wieder umgestellt, weil ich gemerkt habe, jetzt einfach mit der Regeneration komme ich nicht nach. Wir haben den Split sehr spezifisch an mich angepasst, an was verbessert werden muss, und haben dementsprechend da so eine 10-Tages-Ablauf und nicht mehr 7 Tage. Also die Trainingswoche hat 10 Tage und dann passt die Sache. So ist der Fahrplan bis, jetzt müssen wir gucken, das wird eine kleine Preview zum nächsten Video, wo wir in England sein werden, was wir da machen. Das werdet ihr sehen, aber generell kann man sagen, wenn meine Health, meine Gesundheit optimal ist, können wir gucken, dass wir in den Aufbau gehen. Aber der wird nicht lang sein und ist jetzt auch nicht wirklich geplant. Ihr wisst ja, ich mache eigentlich generell keinen Aufbau. Das ist immer so komisch. Normal sind das die realen Hanteln, die aus Plastik, die stimmen ganz und gar nicht. Ohne Witz, ich war ein McFit oder so ein Scheiß. Die 50er dort sind niemals 50er. Was denkt ihr darüber? Schreibt es mal unten rein. Ob die Plastikdinger wirklich das reale Weight haben oder Gusseisen, ob die realen Weights sind. Manchmal habe ich bei denen das Gefühl, die sind sogar schwerer. Im Kettler-Studio in Stuttgart, liebe Grüße. Das war so der zweite Ort, wo ich meine Aufzucht erfahren habe. Nach dem Studio hier. Da sind die Hanteln auf jeden Fall schwerer. Legendärer Kabelzug, weil, wie man hier sieht, er wurde repariert, denn früher war auf der Seite hier dieses Gummi, aber auf der anderen Seite war keins. Dementsprechend hat man die Leute erkannt, die hier trainiert haben, weil eine Brust so war und die andere flach, weil du keinen gleichmäßigen Zug hattest. Und wo ich dann im anderen Studio war und das gemacht habe, war eine Seite immer viel stärker, aber wir haben es uns einfach so reingepumpt. Deswegen übertrieben nice. Die legendären Kalitschinski Drop Sets sind an dieser Maschine hier entstanden. Wir haben hier immer Curls gemacht. Wir haben ohne Flux vom Full Stack mit richtig viel Hilfe dann immer eine Plate hier runter gedroppt. Und ihr seht, wie viele Plates es sind. Ich weiß nicht, was wir uns dabei gedacht haben. Vielleicht sind deswegen meine Arme so beschissen. Aber wir haben irgendwie 100 Wiederholungen dann da gemacht. So, Boys, hier haben wir das nächste Gerät. Butterfly und Reverse in einem. Und nicht normal, wie man sonst immer sitzt, so mit der Stirn ins Polster, sondern die ist einfach auf freie Basis unterwegs. Fühlt sich nicht schlecht, muss ich sagen. Das Ziel ist es, dass die hintere Roll ist, dass du da mehr hast als bei der Forderung. Die einzige reale Rudermaschine hier. Hat sich schon ein Latt aufgepumpt hier. Die hat damals schon ihren Job getan. Also wie ihr seht, man braucht nicht viel, es funktioniert alles. Hier habe ich lange Zeit trainiert, einige Gains gemacht und deswegen ist es schon relativ egal, wo ihr anfangt zu trainieren, wie die Umstände sind, Freunde. Consistency ist das alles. Ihr könnt auch manche Wochen nur ein-, zweimal die Woche gehen, aber dieses 4 Wochen gar nicht, dann wieder 4 Wochen, dann wieder nicht und so,
Das ist das, was euch killt. Außerdem ist immer der Einstieg ins Training das Schwierigste, finde ich. Deswegen ist es eigentlich völlig blöd, da Vollgas zu geben, übermotiviert, dann wieder komplett aufzuhören und dann wieder reinzugehen. Das ist immer so komisch, dann ins Training einzusteigen. Deswegen, wenn ihr mal krank seid, okay, aber sonst versucht immer irgendwie, noch wenn es geht, wenigstens, wie ich gesagt habe, ein-, zweimal die Woche ins Gym zu gehen oder so. Kalicinski Drops zur Feier des Tages, Bruder. Fühlt sich gut an, so ein Schulter-Trizeps-Tag. Ich zeig den Split noch nicht. Erst wenn ihr genug in die Comments schreibt, zeigt den Split. Ich will einfach nicht, dass die Leute den Split so eins zu eins nachmachen, weil ihr halt damit, zum Beispiel habe ich einen Rückentag mit noch Adduktor mit drin. Das ist für 95% der Leute nicht das Optimale. Dementsprechend macht nicht irgendwelche Splits von anderen nach. Gerade nicht von Leuten, die schon ein bisschen fortgeschritten sind, sondern macht einen Standard-Split. Zu der Zeit, weiß ich noch, als wir die Scheiße dann gelassen haben oder ich mal dahinter gekommen bin, okay, es gibt sowas wie Splits und wir nicht mehr jedes Gerät einmal gemacht haben, bin ich dann auf den 5er-Split umgestiegen, klassisch. 5 Tage durch, 2 Tage Pause. Ich hätte den einen Pausetag vielleicht auch in der Mitte der Woche nehmen sollen, was ich jetzt im Nachhinein gedacht habe, aber dann habe ich den Split gemacht, der für mich am besten funktioniert hat. Der beste Split. Nee, aber der 4er-Split hat für mich mega gut funktioniert früher. Das war montags Brust-Trizeps, dienstags Rücken-Bizeps, Mittwoch Pause, Donnerstag Beine-Bauch, Freitag, klar, Club brauchst du die runden Delts, Schulter-Nacken. Und dann Samstag, Sonntag Rest. Der hat krank funktioniert und der hat krank reingeschallert. Deswegen, den könnt ihr mal ausprobieren. So, letzter Satz habe ich hier einzeln gemacht. Bisschen reingedreht. Hier für den hinteren, für den langen Trizepkopf. Wenn ihr die Doppelbizeps macht, dass ihr unten so einen schönen Winkearm habt, was die Frauen nicht wollen, was wir aber haben wollen. Soll wahrscheinlich so eine Dipmaschine sein, aber eine ganz spezielle. Diese geriffelten Dildo-Griffe hier, die sind auf jeden Fall aber stabil. Da hast du einen guten Griff drin. Dann kannst du dir hier. Das Ding ist ein bisschen schmal hier. Vielleicht muss ich es so rum machen. Irgendwie eine geile Maschine. Und das Geile ist an diesen Künstlermaschinen, das ist auch wie mit den Kurzhanteln, die motivieren einen übel hart, da halt mal das volle Gewicht zu erreichen. Für den Summer Shred haben wir da oben dann auch immer das Fitnessboxen mitgemacht. Das war dann auch zu wild. Haben wir uns hier völlig krank reingepumpt, sind dann da hoch und haben noch so eine Hit-Cardio-Box-Session gemacht, bis dann die Schultern abfallen. Letzte Übung nochmal einzeln am Kabel zum Auspumpen, den Trizeps nochmal den letzten Saft auspressen. Die Secret Diät, was wir gemacht haben, mein Bruder und ich für den Sommer. Wir haben nicht irgendwie, sind ins leichte Defizit gegangen oder haben sonst irgendwie angefangen mit Aktivität erhöhen oder so, wie man sonst eine Diät startet. Wir haben von einem auf den anderen Tag gedacht, von richtig viel fressen. Wir haben ja nie Kalorien gezählt oder so. Und da kam auch dann die App MyFitnessPal. Die kam dann raus und da haben wir dann angefangen tatsächlich zu tracken. Aber wir haben immer so dasselbe gegessen. Und wir haben uns dann aber gesagt, hey, wir machen so immer jeden Tag Proteine und Fette eigentlich relativ egal. Aber immer unter 100 Gramm Carbs. Also von den einen auf den anderen Tag sind wir einfach von 600, 700 Gramm Carbs irgendwie halt ohne Tracken, Vollgas alles reingeballert, reingestopft, was geht. So wie meine Mom halt auch gekocht hat, davon halt dreifache Portion, sind wir auf unter 100 Gramm Carbs. Haben das Ganze einfach 6 Monate reingehasselt. Danach sah ich ungefähr aus wie die Stange hier am Kabelturm. Ich war einfach nur Haut und Knochen. Völlig durch, aber
schon shredded mit Sixpack am Start. Schulter, Trizepspumpe ist durch, die Birne ist auch durch, aber das Video ist noch nicht durch, denn was wäre ein Training ohne einen vernünftigen Post-Workout-Meal und vor allem ohne dem Meal, was ich mir früher immer reingeladen habe, an der Special Location, wo wir gleich hinfahren, mit meinem früheren Roller, natürlich nicht gedrosselt auf 25 km/h, immer hingefahren bin und mir die Gains gesaved habe, wenn ich mal nichts zwischen die Kiemen bekommen habe, was es damals nicht gab, beziehungsweise damals gab es den Quark-Zitrone-Shake, der ist aber gerade alle ein bisschen abfuckt, sonst hätte ich mir den gegönnt, schön mit Milch. Aber was man sich auch gönnen kann, das neue Isoclear. Weiß gar nicht, ob es noch auf Lager ist. Auf jeden Fall Raspberry oder auch Himbeere. Und das hier auf jeden Fall eins meiner neuen Favoriten. Deswegen jage ich mir das jetzt rein, um das Anabolic Window, wie wir damals noch dachten, dass das existiert. Wir müssten direkt letzter Satz und direkt Shake rein, weil sonst gibt es keine Gains. Natürlich ist es nicht so tragisch, wenn ihr mal nach dem Training eine halbe, dreiviertel Stunde nichts esst. Aber ja, dann solltet ihr auf jeden Fall gucken, dass ein paar Proteine ins System kommen. Deswegen wird sich jetzt Post-Workout-Shake geladen und dann gehen wir rüber. T-Shirt ist schon gewechselt, die Chain ist am Start. Die wird es bald bei Miracle Wear auf jeden Fall geben. Genauso wie die baldige Kollektion, die droppt. Und bevor die droppt, kommen auf jeden Fall auch noch neue Backpacks in, ich glaube, 5 verschiedenen Farben haben wir am Start. Mit einigen Änderungen, weniger von den Schnallen dran, mehr Patches auf jeden Fall. Wir haben Tupperdosen am Start, wieder 3 Stück. Und auf jeden Fall könnt ihr dann noch ein Besteckset auch adden in so einem Etui drin. Das heißt, wenn ihr unterwegs seid, habt ihr da drin alles parat. Aber wenn ihr da aktuellen Stand haben wollt, checkt auf jeden Fall Miracle Wear Instagram-Account ab. Und ja, dementsprechend, Freunde, heißt jetzt für uns einpacken und dann ab zum Rewe, Junge. So, angekommen am legendären Rewe-Parkplatz. Aber was uns auch schon direkt aufgefallen ist, ich war jetzt ein Jahr schon fast nicht hier und in einem Jahr hat sich krank viel verändert, denn was ich eigentlich holen wollte, ist das Standard-Meal, was ich mir immer gefetzt habe. Und zwar war das bei dem Dude, der was, keine Ahnung, was damit passiert ist. Ich hoffe, der existiert noch. Bei mir im Freundeskreis wurde der Boy einfach immer nur Prego Signore genannt. Und das aus dem Grund, weil hier gab es immer so halbe Hähnchen oder ganze Hähnchen zu kaufen. Und ich habe mir hier immer halbes Hähnchen geballert. Und da habe ich mir Laugenstange reingehauen mit halbem Hähnchen. Und der Dude hat halt immer gesagt, hier, so, also wenn du es bekommen hast, so, der erst gefragt, Prego Signore, so, keine Ahnung warum, so richtig random. Und dann, haben wir dann einfach so getauft und genannt. Und dann sagen wir halt immer, lass bei Prego Signore kurz ein Hähnchen holen. Da sieht man mal, dass Veränderung nicht immer gut ist. Früher gab es hier einiges mehr an Auswahl. Jetzt haben wir hier nur so ganz komische Dinger da. Also das, es ging so in die Richtung, das Ding, was ich mir immer geholt habe, nur halt in viel größer. Habe ich mir dann immer schön aufgerissen und dann bepackt hier. Früher gab es dann nämlich immer die Dinger mit drauf. Boah. Stabil. Ja, Bro, ich hatte nicht die Kohle dafür. Jetzt sind wir ja älter geworden. Und trinken Fidschi-Wasser. Und trinken Fidschi-Wasser und haben uns eigenes Geld. Deswegen gibt es die. Die Finesse Hähnchenbrust ist auch nicht jetzt das Optimalste. Also wenn ihr es irgendwie frisch zubereiten könnt, macht immer das. Ab und zu gab es halt echt mal noch eine Packung Schokobons hinterher, einfach um Masse drauf zu packen. Gab es immer den hier noch. Den wahren, körnigen Frischkäse Finesse. Und oder den Kräuterquark. Wurde sich das Ciabatta-Ding aufgerissen, belegt mit der ganzen Packung einfach an Hähnchenbrust und dem körnigen Frischkäse dazu. Also 50 Gramm Eiweiß, kurz mal ein paar schnelle Carbs ins System und dann warst du schon mal bedient. Also für alle Schüler, Studenten oder Leute, die jetzt daheim wegen Mama, Papa nicht die Meal Prep machen können, holt euch einfach das beim Rewe. Brot ist keine schlechte Kohlenhydratquelle. Wenn ihr das nicht vertragt, dann nehmt sowas wie Maiswaffeln oder so. Dann könnt ihr euch das auf jeden Fall reinschöppern, Freunde. Was soll ich euch sagen? Prego Signore war nicht da, deswegen kein halbes Huhn, deswegen keine Gains. Scheiße war's. Der stand normal immer genau hier.
genau hier gegenüber. Und hier habe ich immer meinen Roller so geparkt. Bin ich abgestiegen, zum Boy hin, noch rein, auch ein kühles Getränk geholt, wie jetzt. Das haben wir wenigstens ergattert. Früher wurde auch noch der Single Lifestyle gelebt. Heutzutage habe ich Gott sei Dank noch ein Backup, die beste Frau der Welt, Alice, die daheim schon auf mich wartet und mir auch was zu essen gemacht hat. Deswegen haben wir in dem Fall nochmal Glück gehabt. Normal habe ich mir dann das Food geholt hier. Hab mich hier in der Mittagspause, hab mich dann eigentlich, der Posten ist immer noch da, hab mich dann genau so hingechillt, chillt hier immer, hab mir mein Essen reingeladen, hab hier Mittagspause gemacht an der Warenannahme und dann bin ich da wieder rüber spaziert. Also ist ja alles hier beieinander, meine Schule ist auch da hinten und so, also hier war Dreh- und Angelpunkt, wo sich alles abgespielt hat. Ihr kennt es ja alle, wenn ihr vom Dorf seid, so, man kennt die Places, die Spots, wo man sich getroffen hat. Früher wurde auch nie was über WhatsApp kommuniziert, sondern man ist einfach rausgegangen und wusste, da sind bestimmt ein paar Jungs zu finden. Dann auch im Gym wusste man immer, 18 Uhr ist Zeit zum Pumpen und dann ja, war das eigentlich immer relativ entspannt. Ganz früher noch einfach geklopft beim Freund, die Mama gefragt, ob der rauskommen darf. Das waren Zeiten, wer die noch miterlebt hat, der hatte eine geile Jugend, Freunde. Aber genug in Erinnerungen geschwelgt. Jetzt blicken wir nach vorne. Ihr seht, was auch so die Kernaussage vom heutigen Video ist, es braucht nicht immer das Beste, Tollste und es braucht auch nicht immer Meal Prep, um ja, gut in dem Sport zu werden. Was wichtig ist, ist auf jeden Fall Consistency, dass ihr dran bleibt und das Ganze auch mit Spaß macht. Wir hatten früher und auch jetzt habe ich immer noch die geilste Zeit mit dem Sport, in dem Sport. Und wenn ihr jetzt nicht gerade in einer Wettkampfvorbereitung seid, ist es auch mal gar kein Stress, sich ein halbes Hähnchen reinzupfeifen mit seinen Jungs und einen guten Tag dazu haben. Deswegen, Freunde, aus Rehnenhof bzw. Schwäbisch Gmünd bei Stuttgart im Süden, wo ich herkomme, sage ich Adios und auf Wiedersehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mal ein krasser Einblick in meine Kindheit, Jugend, wo ich aufgewachsen bin. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Stößchen und ihr wisst, was zu tun ist.